Tausende. Bereits um 9 krabbelst du ins Bett. Seltsam, das ist schon etwas früh für deine Verhältnisse. Aber das scheint dich nicht zu stören. Eine Weile lang wälzt du dich von einer Seite auf die andere. Doch plötzlich spürst du es. Jemand beobachtet dich. Da bist du ganz sicher. Du siehst dich im Zimmer um, kannst jedoch nichts entdecken. Doch das unbehagliche Gefühl lässt sich nicht verscheuchen. Das Gesicht zum Raum hingewendet, lässt du dich zurück in deine Kissen sinken. Du schließt die Augen und versuchst zu schlafen. Doch du kannst einfach nicht. Noch immer fühlst du den bohrenden Blick auf dir. Als du dir die Decke über den Kopf ziehst, verschwindet das ungute Gefühl. Du entspannst dich und schließt erneut die Augen. Doch sobald sie zu sind, ist die Ahnung wieder da. Du fürchtest dich, die Decke zu bewegen und dich den Augen zu stellen, die dich ansehen. Du bist entsetzt. Trotzdem reißt du ruckartig die Decke herunter. Dein Herz setzt einen Schlag aus. Wieder suchst du den Raum ab und kannst absolut nichts entdecken. Du fühlst dich wieder sicher und schältest dich selbst, wie kindisch du dich aufführst. Du drehst dich zur Wand und fällst sofort in einen tiefen, friedlichen Schlaf. Aber lass mich dir eine Frage stellen. Ist dir eigentlich klar, wie viele Verstecke es in deinem Zimmer gibt? Mir schon. Tausende. Ich bin bereits seit meiner Geburt blind. Diese Tatsache an und für sich ist nicht das, worum es hier eigentlich geht. Jedoch ist es ein wesentlicher Teil dieser Geschichte. Im Laufe meines Lebens habe ich schon unzählige Hilfstechnologien verwendet. Blindentastaturen, Sprachsteuerungssysteme, behindertengerechte Smartphones. Kürzlich habe ich die menschliche Echoortung zum ersten Mal in meinem Leben ausprobiert. Für all diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist. Es handelt sich um eine Technik, die darauf basiert, wie Fledermäuse ihre Opfer in der Dunkelheit finden. Man macht Klickgeräusche mit dem Mund. Dann ist man in der Lage zu hören, wenn sie von Gegenständen abprallen und reflektiert werden. Auf diese Weise sieht man, wo Dinge sind. Eine Freundin von mir, nennen wir sie Jay, hat eine Menge Videos darüber auf YouTube gesehen und mich gefragt, ob ich das jemals versucht hätte. Ich verneinte, auch wenn ich darüber schon einiges gehört hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich entschied mich, es auszuprobieren. Anfangs kostete es mich eine Menge Konzentration, doch nach einigen Tagen hatte ich den Bogen langsam raus. Als ich Jay das nächste Mal traf und erzählte, dass ich immer besser wurde, klang sie extrem aufgeregt und gratulierte mir überschwänglich. Übung macht den Meister und ich war imstande, allen wesentlichen Hindernissen ohne größere Schwierigkeiten auszuweichen. Wir gingen in den Park und Jay bat mich zu demonstrieren, was um uns herum ich bei meinem derzeitigen Übungsstand sehen konnte. Ich lachte und erklärte, dass ich nicht gerade ein Überflieger sei, es jedoch gern auf einen Versuch ankommen lassen würde. Nach ein paar Klicks sagte ich ihr, dass da vermutlich eine kleine Mauer oder ein Gebäude links von uns sei und irgendetwas Riesiges vor uns. Ich konnte es nur verschwommen ausmachen, also vermutete ich, es würde sich um eine Art Busch handeln. Jay wurde still und ich hörte einen Anflug von Besorgnis in ihrer Stimme, als sie erneut sprach. Nun, mit der Wand liegst du richtig, aber vor uns ist überhaupt nichts, nur... Rasen. Ich erstarrte. Ich wusste, dass ich ein Anfänger war, was diese Technik anbelangte, aber der Klang prallte ganz eindeutig von etwas ab. Es war sehr viel größer als ein Mensch und nur wenige Schritte vor uns. Konnte ich mich dermaßen geirrt haben? Ich entschied es mit einem Lachen abzutun und sagte scherzhaft, dass ich wohl noch nicht bereit dazu wäre, hinauszugehen und mich gegen das Unheil dieser Welt zu stellen. Mit einem ziemlich unbehaglichen Gefühl in der Magengegend manövrierte ich uns eilig weg von dort und dann spazierten wir noch etwas weiter. Als sie mich später wieder zu Hause absetzte, schien sie den Vorfall längst wieder vergessen zu haben. Aber ich bezweifle, dass ich das jemals tun werde.
Die Organspendetheorie. Organspende. Eigentlich etwas Gutes, oder? Nach deinem Tod wird schließlich anderen Menschen geholfen, indem sie deine Organe bekommen und am Leben bleiben. Du rettest also Leben mit Hilfe deines Organspendeausweises. Und da du sowieso tot bist, kriegst du ja alles nicht mit. So zumindest der Gedanke. Doch schauen wir uns doch einmal die andere Seite der Organspende an. Zitieren wir mal einen Teil der Organspendeninformationsseite und nehmen ihn unter die Lupe. Voraussetzungen: Hirntod und Zustimmung. Organ und Gewebe können nur Menschen spenden, die am Hirntod verstorben sind. Ausnahme: Lebensspende. Der Hirntod also. Wenn das Hirn stirbt, kann es doch auch keine Impulse mehr an die anderen Organe senden. Dann beginnt die Verwesung. Und wenn diese beginnt, können wiederum keine Organe gespendet werden. Dazu schauen wir uns mal den Wikipedia-Artikel bezüglich Hirntod an. Der Hirntod ist eine Todesdefinition, die 1968 im Zusammenhang mit der Entwicklung der Intensiv- und Transplantationsmedizin eingeführt wurde. 1968 wurde der Hirntod also praktisch eingeführt. Also gab es ihn vorher nicht. Doch es wird noch krasser, wenn wir den Kardiologen Paolo Bavasto zitieren. Ärzte können bei hirntoten Menschen trotzdem einen Herzschlag wahrnehmen. Sie würden ihre Körpertemperatur selbst regulieren, Urin und Stuhl ausscheiden. Sie könnten schwitzen, auf Schmerzreize reagieren und sogar Antikörper bilden. Männer könnten Erektionen bekommen und Frauen schwanger werden und gesunde Kinder gebären. Schmerzreize. Das bedeutet, dass man immer noch Schmerzen empfinden kann. Das heißt, dass man während des Herausnehmens von Organen alles miterlebt, bis man eben wirklich stirbt. Denn ohne Herz und Lunge kann der Mensch nicht leben. Mit einem angeblich toten Hirn scheinbar doch. Denn der Mensch kann ja scheinbar noch wesentliche Dinge ausführen. Und Zeugen dessen gibt es ja auch nicht, da der Hirntote ja durch die Entnahme seiner Organe stirbt und seine Schmerzen nicht an die Öffentlichkeit bringen kann. Kann es also sein, dass der Hirntod nur eine Erfindung ist? Im Internet bietet ein US-Händler per Vorkasse ein neues Herz für 180.000 Euro an. Eine illegale Transplantationsklinik im Kosovo verpflanzt russische Nieren für 82.000 Euro. Und die Lunge eines chinesischen Häftlings gibt es für 130.000 Euro. Das sind Preise für Organe, welche wir aus einer bekannten deutschen Zeitung entnehmen können. Doch könnte es womöglich sein, dass die Organspende eingeführt wurde, damit möglichst viele Menschen ihre Organe spenden würden, man sie für hirntot erkläre und schließlich grausam ermorden und die Organe möglichst günstig verkaufen würde? Auszuschließen ist es nicht, wenn wir uns das alles ansehen. Ich würde mir jetzt an deiner Stelle nochmal ganz genau überlegen, ob ich mir einen Organspendeausweis hole.